Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Lightning strikes the highest targets. Lower altitude or seek cover. Ich probier's. Oh, der Sturm ist da. Ob das so schlau ist, hier stehen zu bleiben? Hier drinnen bin ich wahrscheinlich sicherer, oder? Gut, da hat er gesagt, man soll sich vor den... Man soll praktisch nicht der höchste Punkt sein. Ich guck mal kurz wegen den Badges. Benötigt Reparaturen? Nein. Was hat denn hier jetzt Schaden genommen gerade? Nein. Nein. Was hat denn eben Schaden genommen, frage ich mich. Benötigt alles keine Reparatur. Boah. Okay, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich flieg mal hier weg. Kann ich jetzt absenken? Ja. Wow. Ja, ich repariere. Okay, jetzt hoffe ich, werde ich hier nicht schon wieder getroffen. Turbine ist gut, die Turbine ist gut. Die Tür ist fast komplett kaputt, sehe ich gerade. Fliegt mal ein bisschen näher an den Turm, dass das Ding, wenn dann, da einschlägt. Und nicht in mich hier. Können wir mal aufhören mit dem Gewitter? Ich war doch hier gerade am Machen und außerdem bin ich am Anmoderieren. So, ich bleib mal ein bisschen hier. Warte mal, ich mach nochmal von den Pflastern. Nicht, dass wir gleich keine Pflaster herstellen können. Wo ist Pflaster? Reparatur. Flicken. Okay, es scheint immer ein Fünferpack zu sein. Ich stelle aber lieber noch einen her. Wow. Printing completed. Ja, da hat auf jeden Fall gut die Seite getroffen. Okay, wir haben wieder genügend Flicken, um reparieren zu können. So, jetzt erstmal was essen. Es war dumm, dass ich das gegessen habe. Ich weiß, eine fette Staubmotte haben wir gefangen. Dann kochen wir doch mal eine fette Staubmotte ein. So, ich würde gerne die Kiste hier erweitern. Das heißt, hier müssen noch Räume dran. Und ich habe mir überlegt, wenn wir uns mal die Breite vom Schiff angucken, da ist... Der Zeppelin selber wird ja sowieso noch größer. Das heißt, wir machen hier noch links und rechts einen dran, dass wir hier so wie so ein Bobbes kriegen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich baue noch einen Raum. Dazu brauchen wir Metalle und Plaster. Leiterraum. Ah, den kann man auch in der Höhe erweitern. Ist ja geil. Was versperrt? Ach, da oben der Antrieb versperrt. Da sperrt auch. Da sperrt nix. Jetzt ist die Frage, werden wir eher lang? Vielleicht so, oder? Ich weiß halt nur nicht, wie... Muss man das hier ausschalten? Wie weit geht unser Bobbes raus? Gute Frage, ne? Okay, pass auf. Kann ich das Ding abbauen? Oder heben wir dann gar nicht ab? Aber der Sturm scheint ja fertig zu sein. Pass auf, bevor wir irgendwie... Mist machen, gehen wir jetzt erstmal wieder auf die Plattform und landen dann da. Um das in Ruhe ausbasteln zu können hier. So. Was sagt die Motte? Hydration level is decreasing.
Die fette Staubmotte, 60 Nahrung, das ist ordentlich. Tausche 20 Nahrung, 20 Wasser. Ich glaube, so eine Melone ziehen wir uns rein. Plus 5 Gesundheit und dann packen wir die fette Staubmotte hier rein. Und das Ding können wir auch noch einkochen, ne? So, jetzt müssen wir das erweitern können. Jetzt nehmen wir das Triebwerk hier ab. Maximum Flight Altitude reduced. Ich weiß. Haben wir genügend Platz im Inventar? Theoretisch ja. Praktisch haue ich jetzt hier noch einen Raum dran. Nicht genügend Ressourcen. Das gefällt mir jetzt aber nicht, dass wir nicht genügend Ressourcen haben. Ja. Dann liegt's am Plaste, würde ich sagen, ne? Ja. So, dann nehme ich die Motte mal da raus. Die Motte kommt hier rein. Noch 3 Stunden. Weißt du was, dann ziehen wir uns die rein. Jo. So, wo ist mein... Ressourcen sammeln. Will nicht. Wie viel sind das denn immer? 5? Müssen wir einfach nur einen Moment warten, bis der nächste Dreck vorbeifliegt. Ah. Zu weit weg. So weit weg. 64 müsste 69 geben, wa? Ja, immer 5. Okay. So, lass mal aufbauen. Ein Raum. So, langsam wird das doch was. Ich möchte hier gern vorbei. So, jetzt müssen wir aber mal... Das Ding muss weg. Achso, warte mal, wir machen erstmal den Außenborder da wieder dran. Ich hoffe, ich kann das überhaupt anheben, wenn ich das so groß mache. Werden wir sehen. Ja. Maximum Flight Altitude increased. Perfekt. Okay. Dann müssten wir hier noch einen anbauen. Dann nehmen wir uns das hier auf. Was sagt er? Behälter nicht leer. Achso, wegen dem Kraftstoff. Bei jedem anderen Spiel wäre der Kraftstoff jetzt verschwunden. So, können wir hier noch einen Raum dran setzen? Nee, können wir nicht, weil uns Plastik und Metalle fehlen. Metall ist kein Problem. Plastik fehlt uns. Dran. Da. Okay, probieren wir es mal. Ja, geht. Nicht genügend Platz im Inventar. Wie nicht genügend Platz im Inventar? Liegt das an den Bauteilen, die da dranhängen? Hä? Baum habe ich. Okay, dann liegt es wahrscheinlich an den Bauteilen. Okay, pass auf, wir müssen mal das Ding hier... Die Forschungsstation, die kommt hier hinten hin. Achso, wo ist er? Da. So. Können wir die Kisten umheben? Behälter nicht leer. Okay. Wir können ja auch erstmal so fliegen, oder? Können ja erstmal so fliegen. Ich muss ja außerdem eine Wand da noch hinsetzen. Ich mach mal ganz kurz noch eine Kiste. Damit ich ein bisschen umräumen kann. Kann ich dich hier hin und her tragen? Ey, hier sind schon wieder die Motten unterwegs. Haut ab!
So, dann müssen wir hier ein bisschen was loswerden. Dann machen wir das Wasser da rein. Und was machen wir noch rein? Printing completed. Batterien. Wasser raus. Du kommst neben das Ding hier. Hydration level is decreasing. Du kommst an die Wand. Ah, das geht nicht, weil uns die Wand fehlt. Alles klar. Eine Plastewand. Dann kommt die Plastewand hier hin. Wie baue ich ab? Abbrechen. Nee, rechtsklick ist abbrechen. Wie kann ich nicht irgendwie wegschmelzen? Entfernen-Modus. Mittlere Maustaste. Warte mal, dann muss ich aber erstmal das Poster mitnehmen. Und dann mittlere Maustaste entfernen. Ah. Okay. Nice. So, den Kondensierer machen wir einfach hier hin. Sehr schön. So, Kiste fertig. Dann machen wir hier eine neben die Nahrung. Und räumen die Nahrung hier rein. Machen wir so. Einmal voll Wasser. Was haben wir denn noch an Nahrung? So viel Nahrung haben wir gar nicht. Nee. Aber das geht ja relativ zügig. Okay. Und dann machen wir hier jetzt Plaste rein. Okay. So, das ist voll. Wir brauchen viel mehr Kisten. Und wahrscheinlich gibt es auch später noch größere Kisten, könnte ich mir gut vorstellen. Und von daher machen wir hier noch eine hin. Perfekt. Guti, dann packen wir hier mal das Helium rein. Noch ein bisschen Wasser. Und das Poster können wir auch wieder an die Wand hängen. Regnet es jetzt schon wieder? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne, jetzt sind die Motten. Okay. So, Triebwerk wieder dran. Nein, ich wollte erst einen Raum dran machen, aber da weiß ich nicht, ob uns das Ding hebt. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal nicht so weit aus. Ich setze jetzt erstmal eins dran, bis wir wissen, wie wir das Ding ausbauen. So oder weiter außen, nehmen wir mal hier dran. Okay. Wunderbar. So, wir brauchen Energie, wir brauchen Wasser. Oben rechts steht das Gewicht. Ah, wenn ich dieses Bautool ausgewählt habe. Ah ja. Schiffsladung, 450 von 500. Ah ja, okay, also wir sind kurz vorm Maximum. Verstehe. Verstehe. So, trinken. Okay, passt. So, erforsche und baue den Standortradar. Den Standortradar haben wir jetzt gebaut. Dann setzen wir den jetzt mal. Ach, der kam bestimmt an die Wand, wa? Oh. Dann mache ich ihn hier hin. Okay, krass. Erreiche die mit Ausrufezeichen markierte Markierung. Aha. Okay, was bedeutet das alles, würde ich mal gerne wissen. Was haben wir schon erforscht? Den Turm, wo wir gerade sind. Dann haben wir den erforscht und die Türme haben wir wahrscheinlich noch nicht erforscht, die rot sind. Okay, wir müssen Richtung Norden. Da kommt einer ins 1,46. Okay, vielleicht können wir den ja vorne ins Cockpit irgendwie kleben. So vielleicht, oder? So. Das ist doch besser, können wir doch viel besser ablesen. Also ich würde sagen, wir fliegen nach Norden, dann haben wir 1,46 Kilometer, haben wir einen. Gut. Achso, warte mal. Jetzt fällt mir gerade was ein.
jetzt schon den Platz haben, gibt es auch hier einen netten Schlafplatz. So. Und dich können wir auch mal rumheben. Machen wir hier erstmal hin. Das können wir später alles noch bauen, wenn wir wissen, wie viel der trägt. Achso, Kraftstoff im Motor. Ja, das ist ein Argument. Kraftstoff, zack, auf 100. Go. So, Norden. Also in den Trailern hat man schon gesehen, dass die Raumschiffe oder diese Luftschiffe hier relativ groß werden können. So, locken wir mal ein, würde ich sagen. Na? Ja, jetzt sind wir gesperrt. Fliegst du weiter? Dachte, ich könnte dich sperren. Warte mal. Maximale Höhe. 12, 13. Locken. Locken. Ah, jetzt. Wunderbar. Ja. Ein bisschen weiter nach rechts, aber sollte man nicht hier auf das Fragezeichen nochmal fliegen? Ich glaube, das könnte ich ganz für sinnvoll halten. Ich weiß nur nicht, was es bedeutet. Jo. Wir sind auf direktem Kurs, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Okay, unterwegs werde ich mal ein bisschen Ressourcen sammeln. Zu weit weg. Ob das so eine gute Idee ist, vom Steuer wegzugehen? Cool aus, diese verschiedenen Farben, ne? Am Anfang so alles grün und relativ dicht und jetzt schwebt man hier über eine Welt, die eigentlich ganz, fast schon sympathisch ist. Na? Ich war's nicht. So, wie weit sind wir denn? Passt da, was sollte denn das sein? Das Ding vor uns? Nee, ich denke, das ist dahinter, wo es blinkt. Schauen wir mal. Weißt du, was wir aber machen? Ich halte mal kurz an. Ich schlafe jetzt erstmal. Erholung. Hydration level is decreasing. Calories level is decreasing. Ja, ich bin ja, jetzt schreibe ich halt an, Spiel. Da haben wir nichts drin. So, was ist denn am Vergammeln? Ach! Das, was ich hier reinlege, vergammelt über die Zeit und dann sieht es so aus, wie es da hier aussieht. In 2 Stunden. Dann ziehen wir uns das als erstes rein. Und dann kochen wir halt den Kram wieder ab. Ist ja kein Problem. Und dann haben wir auch gar nicht mehr zu essen. Doch, die Motte hätten wir noch. Aber 60 Nahrung ist jetzt schon ein bisschen... Wann geht die denn kaputt? In 2 Tagen. Na, dann können wir noch ein bisschen warten. So, Sprit können wir mal checken. Können wir auch nochmal herstellen. Jetzt muss ich mir erstmal wieder umorientieren, wo hier alles steht. Können wir denn hier eigentlich noch was erforschen? Fortschrittlicher Insektenköder. Hier fehlt uns Helium. Ne, das haben wir. Was? Was war?
Luftschäden, Trümmer. Schwebende Trümmer. Oh, ja, alles klar. Gut, dann brauchen wir hier noch einen Filter. Und wahrscheinlich müssen wir auch diesen großen Wassersammler aufbauen, gehe ich mal davon aus. So, jetzt ist die Frage, es ist doch direkt unter uns. Muss ich da weiter runter oder ist es dieser Turm? Auf dem Turm waren wir auf jeden Fall noch nicht. Motor beschädigt, Höchstgeschwindigkeit wird verringert. Zum Glück habe ich ein Pflaster dabei. Der ist nicht kaputt. Mal ein bisschen runtergehen. Jetzt wird es wieder diesig. Hier mal ein bisschen bei, um die Wände hier wegzuschmelzen. Okay, das müsste doch reichen. Bewucherter Turm, halten um mehr zu sehen. Türme, die zur Aufrechterhaltung der Konvention zwischen den fernen Punkten dienen, sie ermöglichen die sichere Navigation von Luftschiffen, eine mögliche Quelle für grundlegende Ressourcen. Aber das wissen wir doch, oder? Okay. Noch mehr Studien. Eine Kreuzblume und eine dicke Schlingpflanze. Okay, das können wir jetzt wahrscheinlich dort entsprechend erforschen. So, ich koche mal das Essen mal, dann ziehen wir das hier rein und kochen das noch durch. Den Filter wollte ich noch machen. Habe ich gemacht. Machen wir da rein. Haben wir noch leere Flaschen dabei. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, um Ressourcen zu sammeln. Dann Plaster. Plaster. Die Badges hier unten rein. Damit können wir reparieren. Oh, sehr gut. Dann geht's los. Blinkt hier irgendwas, was ich scannen kann? Okay, bevor wir das Ding vergessen, nehmen wir auf jeden Fall die Batterie mit. Machen wir das Licht an. Sprit, sehr gut. Sehr gut. Eine Datenkarte. Sehr gut. Nochmal Reparaturkram, noch mehr Sprit. Hätte ich ja gar nicht herstellen müssen. Das können wir dann abbauen. Was ist hier? Ein kaputtes Werkzeug-Ladegerät lädt die Energie weniger anspruchsvoller Werkzeuge effektiv auf. Verwendet Festkörperbatterien. Können wir das mitnehmen? Oder kann ich jetzt leere Festkörperbatterien laden? Ich dachte, die wären aufgebraucht worden. Ich mir war gar nicht bewusst, dass ich leere Batterien einstecken habe. Okay, wir haben hier noch was übersehen. Nö, ne? Kann ich hier noch irgendwas scannen? Da unten, die Pflanze, können wir scannen. Erste-Hilfe-Kasten. Ah, nice. Warte mal dann. Gehen wir mal darüber. Nein, ich möchte hier gerne ab. Okay. Wie kommen wir jetzt sicher nach unten?
Dicke Schlingpflanzen. Werkzeuge erforderlich. Ein Messer. Aha. Ja, da ist Kram drin. Können wir die Pflanze aufnehmen? Ja. Holzblume. Okay, wir müssen also ein Messer machen, um uns da reinzuschneiden. Das müssen wir wahrscheinlich erstmal forschen, dann können wir das herstellen. Jetzt ist die Frage, kann diese Ladestation meine, zum Beispiel mein Schiffsscanner, kann man das hier irgendwie scannen? Eins? In Datenbank ansehen? Nein. Ich glaube, dass das Ding kaputt ist und dass wir das einfach nur als Bauplan bekommen haben, um das jetzt zu erforschen sozusagen. Das bedeutet, wir machen jetzt ein Messer und dann gucken wir noch nach der Ladestation. Super geparkt, oder? Hier direkt vorm Abgrund. Ich bin ja auch so ein Profi. So, Forschungsstation. Da. Messer. Polymer. Biomassekraftstoff. Ladegerät. Guck mal, da brauchen wir eine Leiterplatte. Haben wir keine mehr? Wir haben keine Leiterplatte mehr, aber die konnten wir doch herstellen, oder? Da. Aus Plastikmüll. 14 von 20. Wie viel braucht das Ding denn bitte? 15 von 20. Naja, gut. Und was aus Synthetik? Risk of dehydration. Oh ja, was trinken muss ich? Besser. So, warte mal. Dreckwasser haben wir noch. Das können wir filtern lassen. Dann die Leiterplatte. Ganz schön teuer, ne? Ladegerät. Dann, ne? Erforschen wir das eben mal. So, die Batterien, die sind ja auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir die aufheben. Das Metall nehmen wir nochmal mit. Die Badges haben wir auch jede Menge. Brauchen wir für die Reparaturen. Brauchen auf jeden Fall viel mehr Kisten. So, das Messer können wir noch nicht. Den Extraktor, den können wir nicht, weil uns die Kristalle fehlen. Hier fehlt uns Hummer-Chili, haben wir auch noch nicht. Das Ding könnten wir erforschen mit Glas. Ja komm, das machen wir auch. Wir erforschen jetzt alles, was wir können. Ja gut, also uns fehlt jetzt praktisch dieses Polymer und das wissen wir noch nicht, wie es geht. Oder? Wir haben das nicht erforscht und ich weiß es noch nichts. Nö, 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 nö. Gut, so ein Ladewerkzeug wäre eine gute Nummer, aber das ist ganz schön teuer. Da brauchen wir jede Menge Kupfer, einen Transformator, zwei Leiterplatten, das heißt jede Menge, jede Menge Plaste. 15 Plaste pro Leiterplatte. Das ist ganz schön teuer, ne? Gut, dann kommen wir hier nicht weiter, oder? Weil das Ding müssen wir mit dem Messer wegmachen da unten. Können wir uns hier eine Markierung setzen? Irgendwie? M? Geht nicht. Kann ich mir das Ding hier irgendwie markieren? Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich Richtung Ausrufezeichen. Gehe ich mal davon aus. Ah, das Ding hat auch keine Batterie mehr. Dann nehmen wir doch eine gerade hier raus. Ja, ich gehe davon aus, dass wir erst zu diesen Ausrufezeichen müssen, weil wir haben jetzt den Energiekristall nicht, die Chili haben wir nicht und das Polymer haben wir nicht. Genauso wenig wie den Kraftstoff. Ja. Ballon vergrößern mit Kupfer. Haben wir noch Kupfer hier drin? Nö. Also uns fehlt jetzt auch noch Kupfer. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann fliegen wir Richtung Ausrufezeichen, da oben. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!